Kleinkinder mit ihren Müttern, Schulkinder, Teenager, Frauen, Männer, Alte, Gebrechliche. Und am nächsten Tag, dem 19. Oktober 1941, also genau heute, vor 75 Jahren, erreichten sie das unbekannte Ziel, Lodz. Also Lodz, ins Ghetto Litzmannstadt, wo es angeblich einen Judenrat gab, der sich freute, Gäste zu empfangen, alles für sie bereitgestellt hat, Wohnung, Nahrung, Arbeit, ja, Lebensfreude. Denn, so hieß es schon vor der Abreise, die Juden werden dort in Freiheit leben, ihren Berufen nachgehen, unter sich sein und endlich Ruhe haben. Gestatten Sie mir, dass nicht ich es sein werde, der heute hier seine Gedanken formuliert, sondern dass ich denen Gehör verschaffe, die Zeugen jener Zeit waren. Der Zug hielt auf freiem Feld, berichtet der damalige Augenzeuge Oskar Rosenfeld. Die Türen wurden aufgerissen, müde, zerquält in den Händen Koffer, auf dem Rücken die Rucksäcke, unter den Armen Bündeln, so krochen die mehr als 1000 Menschen die Trittbretter hinab. Tiefer Kot, Schlamm, Wasser, wohin sie traten. Es war Herbst, polnisch-russischer Herbst. Feldgraue Gestapo-Tribanen, vorwärts, lauft, 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 ihr Judensäue! Und sie stießen gegen Frauen, die nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten. Wo waren sie gelandet? Wo war die hilfreiche Hand, die sich entgegenstreckte? Wer übernahm die über 1000, die in die Öde von Lodz hineingeschleudert worden waren? Nichts. Nichts. Sie kamen nicht zur Besinnung. Das Hirn war leer. Man vergaß sogar, dass man einen Tag und eine Nacht fast nichts gegessen hatte. Der Zug formierte sich. Durch Kot und Schlamm ging es irgendwohin. Neugierig standen an den Rändern der Straßen Menschen, zerlumpt, zerfetzt, mit wachsbleichen Gesichtern, müde, mit gekrümmten Rücken, zahllose Kreaturen. Die deutschen Juden waren angekommen. Angekommen in Lodz, im Ghetto Litzmannstadt. Wie lange, so fragte Oskar Singer, ein Tagebuchschreiber aus dem Ghetto, wie lange brauchen Europäer, um unter solchen Umständen ihre kulturelle Tünche zu verlieren? Was heißt Kultur? Die Feder sträubt sich, das Grauen zu schildern, das dort herrschte, wo die Menschen Monate hindurch auf dem nackten Fußboden schliefen, hausten, hungerten und das im Herzen Europas. Was dann kam, war der große Hunger. Erniedrigung und Hunger. Krankheit und Hunger, Siechtum und Hunger, Hunger, Hunger.
Schon jetzt, schreibt Oskar Singer, hört man immer wieder die dumpfe Frage, wird je ein Mensch der Nachwelt sagen können, wie wir hier gelebt und gelitten haben, wie wir gehungert und wie wir gestorben sind? Ein unbekannter Autor, dessen Notizen am Rande vergraben aufgefunden wurden, taumelt ständig zwischen Verzweiflung und Hoffnung, vom verzweifelten Aufschrei und immer wieder Hoffnung. Ich träume weiter, schreibt er, träume davon zu überleben und berühmt zu werden, um es der Nachwelt kundzutun und anzuklagen, kundzutun und zu protestieren. Beides scheint im Augenblick weit entfernt und unwahrscheinlich. Aber wer weiß, möglicherweise, vielleicht, ich träume davon, es der Menschheit zu sagen. Innerhalb von 10 Tagen wurden 12.000 deutsche Juden aus dem Ghetto ausgesiedelt. Darunter auch der erste Transport aus Berlin. Ausgesiedelt. Welch ein harmloses Wort. Und welche grausame Wirklichkeit. Der Weg führte nach Schelmno, Kulmhof, etwa 60 Kilometer vom Ghetto entfernt. Also ging es nach Kulo und von dort mit einer Schmalspurbahn nach Czerno. In 2 Auskleidebaracken mussten die Juden ihre Kleider bis zur Unterwäsche ausziehen, da sie nun desinfiziert und entlaust werden sollten. Das alles geschah mit sehr freundlichem, oft sogar hilfreichen Personal. Dann ging es durch den Keller des Schlosses und nach einer Tür war dann Schluss mit der Freundlichkeit. Mit wütender Brutalität und mit Lederpeitschen wurden die Juden auf eine Rampe getrieben, an der kassenförmige LKWs mit offenen Türen standen. Je 60 bis 90 Juden wurden jeweils in einen LKW verfrachtet. Der SS-Angehörige Wilhelm Holkerbach erklärte im Verhör: Ich begab mich nun auftragsgemäß an die rechte Seite des Schlosses, wo an der bereits erwähnten Rampe ein Gaswagen stand. An der Rückseite befand sich eine Flügeltür. Der Wagen stand mit der Türöffnung an der Rampe und ich sah dann, dass die Juden, die in den Keller geführt worden waren, über die Rampe in den offenen Gaswagen stiegen. Danach schloss der Fahrer die Flügeltür. Anschließend setzte er den Motor des Wagens in Betrieb. Kurz darauf erscholl aus dem Innern des Wagens Schreie und Stöhnen. Auch wurde von innen gegen die Wände geklopft. Mir war jetzt klar, dass die darin befindlichen Menschen mit Gas umgebracht wurden. Nach etwa 10 Minuten verstummten die Leute, sodass ich nun wusste, dass die Menschen tot waren. Das war die Methode, mit der im ersten Menschenvernichtungslager der Welt Menschen industriell ermordet wurden. 10 Minuten Kampf gegen den Tod.
lautes Schreien, leises Stöhnen, dann nur noch Röcheln und Stille. Schemno Kulmhof war das Versuchslabor für Auschwitz. Gustav Labs, Fahrer eines Gaswagens im Verhör über seinen ersten Einsatz. Ich wurde aufgefordert, den Motor 10 Minuten laufen zu lassen. Nach einer Minute hörte ich aus dem Innern des Wagens furchtbares Stöhnen und Schreien. Mir wurde nun klar, dass die Auspuffgase zur Tötung der Menschen in das Innere des Wagens geleitet wurden. Langsam erstarb nach einigen Minuten das Schreien und Stöhnen der Menschen. Ein Polizeibeamter wies mich an, wohin ich zu fahren hatte. Nach etwa 3 Kilometer fuhren wir in die Lichtung eines Waldgebietes ein. In der Lichtung angekommen, musste ich rückwärts mit dem Wagen an ein Massengrab fahren. Das Arbeitskommando wurde nun angewiesen, die Flügeltüren zu öffnen. Nachdem dies geschehen war, fielen 8 bis 10 Leichen aus dem Wagen auf die Erde. Die restlichen Leichen wurden dann von dem Arbeitskommando hinausgeworfen. Erklärung von Slamek, der von Chemno fliehen und dem Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos berichten konnte. Ich gehörte zum Arbeitskommando im sogenannten Waldlager. Wenn ein Auto ankam, hielt es etwa 5 Meter von der Grube entfernt. Ein SS-Mann befahl den 8 Männern, die Türen des Autos zu öffnen. Sogleich schlug uns ein starker und scharfer Gasgeruch entgegen. Aus dem Lastauto wurden die Vergasten wie Abfall auf einen Haufen geworfen. Sie wurden an den Beinen oder an den Haaren geschleppt. Oben standen 2 Männer, die Leichen in die Grube hinunterwarfen. Und in der Grube standen 2 andere Männer, die sie aufschichteten und die Leichen mit dem Gesicht zu Erde legten, sodass beim Kopf der einen die Füße der nächsten lagen. Wenn irgendwo ein Stück freier Platz blieb, wurde dort die Leiche eines Kindes hineingepresst. Auch unter den 1013 Berliner Juden des ersten Transportes ins Ghetto Litzmannstadt befanden sich 62 Kinder. 6 von ihnen waren noch nicht einmal 2 Jahre alt. Kleine, unschuldige Kinder. Das, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das war die Geschichte des ersten Transports der Berliner Juden ins Ghetto Litzmannstadt am 18. Oktober 1941 vom Gleis 17 Berlin-Grundriss.